Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Meine zwei Gäste durfte ich im Herbst letzten Jahres auszeichnen in einer Kategorie und haben sie den Award gewonnen, weil sie einfach mein Herz total berührt haben, angesprochen haben durch eine unfassbare Arbeit, die sie geleistet haben in einem Buch, das auch den gleichen Namen trägt wie mein Format. Und ich habe mit ihnen unzählige Sendungen schon machen dürfen über nachbiblische Offenbarungen und wir haben das alles so in Kontext gestellt auch zur Bibel und gesehen, mein Gott, es gibt unfassbar viele Gemeinsamkeiten, Aussagen, die eigentlich uns alle vom Herzen berühren sollten oder uns auch wegweisend zeigen, was eigentlich wirklich wichtig ist in unserem Leben. So, heute sind diese zwei Herren wieder da und da bin ich auch sehr dankbar und sie haben auch ein ganz tolles Thema mitgebracht, nämlich der geistige Klimawandel und sie dürfen sich auch gleich darauf freuen und einstellen, dass wir eine tiefe philosophische halbe Stunde machen dürfen und Sie sind ganz herzlich willkommen, uns dabei zu begleiten. Bleiben Sie dran. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meine zwei Gäste auch zeigen, die das Buch geschrieben haben. Einerseits der Helmut Agustoni, ganz herzlich willkommen, lieber Helmut, und der Wolf Meyer auch wieder da. Herzlich willkommen, ihr zwei. Ja, also gehen wir rein ins Thema, dieser geistige Klimawandel, ein super Thema, ein super Titel auch. Und ja, was hast du dir dabei gedacht? Also zunächst mal gehen wir vom Wort Klima aus. Mhm. Und Klima ist ja das, was man meteorologisch feststellt und statistische Werte, die man ermittelt. Und dann gibt es Klimazonen, in denen man sich wohlfühlt und andere, wo es weniger der Fall ist. Und das heißt, das ist jetzt mal astronomisch gesehen. Dann kommt natürlich die Frage, gibt es auch ein geistiges Klima. Und da haben wir eigentlich zwei Elemente. Das eine ist das materialistische, die Wertebasis. Also wir fühlen uns wohl, wenn wir ein neues Auto haben, wir fühlen uns wohl, wenn wir irgendein Fußballereignis sind und Juhu sprechen können. Dann gibt es aber auch eine spirituelle Wertebasis. Und die spirituelle Wertebasis, das ist eigentlich das, was wir im Geistigen ansprechen wollen. Es gibt beides, das uns vermischt. Das ist die Frage nach der Priorität. Also das Wort Klimawandel ist ja quasi ein Wort des Jahres oder ein Hype sondergleichen, sicher akzeptierbar und auch richtig. Aber es ist für mich zu einseitig. Also es kann das Klima rein naturmäßig nicht alleine sein. Es muss auch etwas anderes als Adäquates geben. Und wenn wir so in unsere Landschaft schauen, da haben wir sehr viel Geist im Klima nicht mehr. Denken wir nur an die Werte. Wir haben wenig Werte mehr, auf die wir aufbauen, sei das privat, unternehmerisch, national, staatlich gesehen. Wir haben auch in Sachen Literatur, Theater, überall irgendwie eine gewisse Dekadenz. Und vor allem haben wir es natürlich im Spirituellen. Wir wissen nicht, warum wir hier sind. Wir arbeiten nicht an unserer geistigen Gesundheit. Wir sind alles auf der materiellen Basis und deshalb auch der Klimawandel. Aber wir müssen unbedingt zulegen und das ist das Entscheidende. Eines Tages vergeht ja die Welt und das Klima sowieso, aber das Geistige bleibt. Und deshalb ist es schon sehr wichtig, dass wir uns auch auf das geistige Klima in der ganzen Breite und in der ganzen Dimension fokussieren. Denn das ist das Entscheidende und das ist noch wichtiger, hält die größere Priorität meinerseits als das rein astronomische oder ökologische Klima. Das finde ich so entscheidend. Ich darf trotzdem nochmals auf das materialistische Wertesystem zurückkommen, weil das ist das, was uns heute dominiert. Und der Rolf hat natürlich gesagt, was eigentlich prioritär sein sollte. Und wir sind uns viel zu wenig bewusst, in welche Sackgasse wir uns mit unserer materialistischen Wertebasis manövriert haben. Ich meine, man muss sich nur mal vorstellen, was es heißt, wenn wir in einem halben Jahr die Ressourcen aufgebraucht haben, die ein ganzes Jahr zum Nachwachsen brauchen.
da kann man sich ausrechnen, das geht nicht ewig so weiter, sondern der Kollaps kommt. Und das heißt, es braucht einen geistigen Klimawandel und einfach materialistisch, das funktioniert nicht. Es braucht ein Umdenken von den Grundlagen her. Darum eigentlich auch der geistige Klimawandel. Ja, also mir kommt ja immer wieder, wird's mir übel, wenn ich nur daran denke, wo wir heute stehen im Verhältnis. Ich habe mal das Beispiel gemacht. Wisst ihr, wie viele Menschen jährlich nur an Hunger sterben? 50 Millionen! Und das könnten wir ändern. Nein, aber wir puttern Geld in die Kriegsmaschinerien rein, wir puttern Geld in weiß Gott was rein, in Pandemiengeschichten, wo wir sicherlich viel Gutes auch bewirkt haben, aber die großen Probleme der Welt lässt einfach so viel Menschlichkeit vermissen, oder? Wir sind so gefangen in dieser materiellen Sichtweise, es ist einfach nur traurig. Und deshalb noch immer der ökologische Klimawandel, oder? Das ist schon so. Und alles andere vergessen wir. Es ist wahrscheinlich viel anspruchsvoller, einen geistigen Klimawandel herbeizuführen, statt einen materialistischen. Da haben wir Werte, da haben wir Normen, aber das Geistige ist natürlich, da ist jeder beteiligt. Und jeder muss seinen Beitrag leisten. Aber wenn wir viel mehr den Fokus auf diese Sichtweise hätten, auf diese geistige, würden wahrscheinlich automatisch die materielle, also auch der physisch vorhandene Klimawandel sich ja auch verändern. Das wäre die Folge davon. Ja, weil wir viel mehr eins sein würden mit der und Welt. Und einsichtig. Ja. Das ist schon so. Und eben auch die Akzeptanz und Liebe zum Nächsten würde automatisch sich im ökologischen Klimawandel entsprechend ausloten. Das ist schon so. Ja. Man kann sich natürlich jetzt fragen, woher kommt diese materialistische Wertebasis? Und wenn man vom Fall ausgeht, wo wir verführt wurden, uns haben verführen lassen durch Satan, kann er ja weiterwirken. Und das Weiterwirken geht über die Versuchung. Und ich meine, ich habe auch gern alle Bequemlichkeiten, dass ich am Morgen warm duschen kann, dass ich mit einem Auto herumfahren kann. Das ist alles gut. Aber es sind die kleinen Versuchungen, die uns weggebracht haben vom ganz einfachen Leben, wo man bescheiden lebte, über all die kleinen Versuchungen bis zum Computer und weiß ich nicht was alles. Und da muss man sich einfach bewusst sein, das sind Kräfte im Hintergrund, die das bewirken, und da sollte man sich dagegen stellen. Aber ist das so? Denn ich meine, wenn ich Computer habe und dies und jenes und, das heißt ja noch nicht, dass ich hier nicht meine Spiritualität reinkriegen könnte in diese, sagen wir, Versuchungen. Das muss ja auch nicht schlecht sein. Also es kann ein Hilfsmittel sein zur weiteren Entfaltung. Da gebe ich dir recht. Es ist natürlich der Unterschied, ob wir von der Menschheit sprechen oder ob wir vom Individuum sprechen. Beim Individuum kommt es darauf an, dass das Individuum die Ressourcen, die wir haben, oder die Mittel, die erfunden worden sind, richtig im Sinne des Liebesgebotes nutzt. Genau. Die Menschheit macht das aber nicht. Ja. Sonst gäbe es keine Kriege mehr, es gäbe keine Hungersnöte mehr. Das alles wäre weg. Das heißt, da müsste man sich Rechenschaft ablegen, in welche Richtung ziehe ich, mache ich damit. Da sind wir wieder bei diesem Satz, der in der letzten Sendung gekommen ist, es zählt die Tat und nicht das Wissen dahinter. He? Genau. Und wir haben ja auch leider keine Werte mehr. Wenn man wahrscheinlich die Menschen befragt, was sind deine persönlichen Werte, da wäre ein Fragezeichen und ein Staunen. Und ich glaube, wir haben überall, selbst eigentlich in der traditionellen Kirche, spricht man nicht mehr über diese Werte, die uns doch eine gewisse Tragfläche geben zu unserem Alltag. Und das ist das Gefährliche, das wir dann durchbrechen. Ist übrigens ein ganz tolles Stichwort gewesen, das Wort Werte. He? Tatsächlich kann man sich jeder zu Hause auch mal fragen, was sind seine Werte? Auf welche Werte? Da muss man nicht spirituell sein. Das ist eine Zwischenstufe sogar. Ja, aber was heißt das Werte? Oder? Ich meine, da redet man wieder vom Materialismus. Ich brauche ein Haus, meine Kinder, mein Haus und. Aber von Werten reden wir eigentlich von was anderem. Ne? Oder auch in Unternehmen, man spricht von Leitbildern und so weiter. Auf was für Werte sind dann diese aufgebaut? Und ich glaube, ohne jetzt spirituell diesbezüglich zu sein, die Werte sind die Basis eigentlich unseres Geistes, unseres geistigen Verhaltens. Und wenn diese schon als Basis nicht da sind, geschweige dann der geistige Fortschritt oder der geistige Wahrnehmung. Hatten wir früher mehr Werte? Also wenn ich jetzt nur schon irgendwie 30, 40, 50 Jahre zurückgehe,
habe ich schon eigentlich das Gefühl, dass man mehr Werte, nach mehr Werten, Maßstäben gelebt hat als heute, oder? Seht ihr auch so? Das sehe ich auch so. Wenn ich mich an meine Großeltern erinnere, das waren Kleinbauern, die hatten vielleicht 3-4 Stück Vieh im Stall. Der Großvater ging mit der vorgespannten Kuh auf den Acker. Am Abend hatte man trotzdem vielen Arbeiten Zeit, auf die Sitzbank vor dem Haus zu sitzen. Man hat den Sonnenuntergang genossen. Am Sonntag hat man nicht gearbeitet, ging man zur Kirche. Auch wenn der Glaube vielleicht eher im Formalistischen erstarrt war, aber man war gläubig. Mhm. Und da war man mehr in Richtung spirituelle Wertebasis. Das Materielle hat nicht die gleiche Rolle gespielt, wie das später dann der Fall war. Ich glaube, man hat ja auch ganz grundlegende Werte in Bezug auf Respekt, Anerkennung, Wahrnehmung des Nächsten, Anstand und so weiter. Und heute haben wir doch eine gewisse Dekadenz in diesen Themen und man spürt ja auch eine gewisse, sage ich jetzt etwas akut, Verwahrlosung. Wir bauen auf keinen Werten mehr auf und es stellt sich die Frage, wer gibt uns noch konkret Werte? Ja. Es ist eigentlich weder die traditionelle Kirche noch der Staat. Mhm. Niemand. Niemand? Eigentlich können wir nur selbst. Und wir sind eigentlich wieder in einem gewissen freien Fall. Ja, eigentlich erst richtig, he? Ohne irgendwelche Werte. Ja. Aber ich sage auch immer wieder, wenn das Maß des Pendels zur Linken irgendwann erschöpft ist, dann schlägt er auch irgendwann wieder zurück. Also irgendwo schlimmer kann es fast nicht werden. Wahrscheinlich sind wir auch schon dort, oder? In unserer diffusen Situation, wie wir jetzt haben auf der Welt. Also der Pendel könnte bereits wieder zurückschlagen, weil wir wirklich den Kopf haben. Vielleicht sind wir auch erst auf dem Extrem, auf der anderen Seite, aber er wird bestimmt, das ist ja das Gesetz des Rhythmus, das geistige Gesetz, wird er wieder zurückschlagen. Das ist schon so. Also ich denke, wir sind in einer ganz gefährlichen Situation, und zwar, weil die traditionellen, spirituellen Werte nicht mehr weitergegeben werden. Wenn wir mal schauen, was spielt heute eine Rolle? Heute spielt eine Rolle, dass du gut bist in der Informatik und das sind die jungen Leute, die da sind und die lachen über die Alten. Und das heißt, die Weisheit hat sich bei den alten Leuten angesammelt. Wir schließen uns jetzt mal aus, aber das wird nicht mehr weitergegeben und die Weisheit geht Richtung Spiritualität und geht Richtung Unendlichkeit, also Ewigkeit. Und wenn natürlich dann die Jungen einfach alles, was älter ist als 30 oder 40, sagen, kann es nicht mehr brauchen, nicht mehr zeitgemäß, dann stirbt etwas, das eigentlich für die Rückkehr zur Vollkommenheit entscheidend wäre. Und Weisheit ist eigentlich die Summe zwischen Wissen und Erfahrung. Das ist eigentlich Weisheit im eigentlichen philosophischen Sinne. Ja, aber gehen wir mal ins Wissen und Erfahrung nochmals rein. Religiöse Werte. Ich bin auch der Meinung, auch zu Recht, dass wir uns viel mehr von religiösen Werten gelöst haben, denn es war ja eigentlich retroperspektivisch betrachtet auch sehr viel starke Machtstrukturen dahinter. Absolut, absolut. War vielleicht zu diesen Zeiten auch gut, die Menschen durch religiöse Werte irgendwie zu führen, was auch immer. Heute haben wir uns aber davon gelöst. Also in die Schranken zu halten. Es gab auch eine Art Erstarrung. Ja, natürlich. Durch Ängste schnüren. Ängste, der strafende Gott, genau. Der böse Gott und so weiter. Das ist immer noch in vielen Menschen. Und ich muss mich bewähren. Ich werde ja eines Tages gerichtet. Das sind alles Werte, die auf das eigentlich harte, destruktive hinausgehen. Und deshalb haben wir in der letzten Sendung die neue Wahrnehmung der Glauben uns versucht, von diesen starren Werten in eine dynamische Werthaltigkeit, in diese neue Wahrnehmung zu katapultieren. Und das ist ja eigentlich dann die richtige Ausrichtung. Also eigentlich ist es 2:02 aus dieser neuen Freiheit heraus, eigene neue Werte zu finden, die wahrscheinlich jetzt nicht mehr in einem dogmatischen Sichtpunkt ist, sondern eigentlich dann in einer spirituellen Sichtweise der Menschlichkeit in einer effektiven neuen Wahrnehmung. Ja, ich glaube, das scheint logisch zu sein, oder? Die Folge davon, effektiv, ja. Also es scheint so einen guten Weg zu haben, letztendlich. Ja, man muss ihn einfach jetzt richtig wahrnehmen und befolgen. Ja, das kann noch eine Weile dauern. Genau. Darf ich dein Stichwort Religion aufnehmen? Religion wird sehr oft dann eigentlich mit Kirchlichkeit und all dem
was nicht so gut gelaufen ist vom Bund. Wenn man aber Religion versteht als Rückbindung zu Gott, dann geht es um die Ausrichtung auf Gott und nicht um die Ausrichtung auf eine einseitige Lehre, will ich so mal sagen. Aber das haben Sie ja gemacht, einseitige Lehren, so ist es. Natürlich, Punkt, oder? Aber der mündige Mensch sollte nicht dabei stehen bleiben, er sollte aber nicht das Ganze ausgießen, nicht das Kind mit dem Bade ausgießen, sondern sollte sich nach der Wahrheit umschauen und sich bemühen, das nötige Wissen und die Tätigkeiten zu haben, die ihm weiterhelfen, spirituell gesehen. Das Einzige, was überlebt. Es ist eigentlich schade, dass die traditionelle Kirche das nicht richtig erfasst und deshalb an Attraktivität dauernd verliert und eben auch im freien Fall sich befindet. Aber wenn die Kirche eigentlich das Credo, diese 10 Punkte, die wir jetzt artikuliert haben, intus nimmt und sich auch mit Leidenschaft diesem gibt und die alten, erstarrten Themen loslässt, dann hätte auch die Kirche wieder eine neue Chance. Weißt du, ich bin kein Kirchengänger, ich gehe zu Beerdigungen, zu Taufen und so weiter, aber was ich in den letzten 4, 5, 6, 7 Jahren vielleicht auch sagen darf, mit Stolz festgestellt habe, ist, dass diese Predigten heute sehr viel mehr Spiritualität beinhalten und nicht mehr dogmatische Sichtweisen. Oder ich habe gelernt, es anders zu verstehen. Ich glaube, ich möchte niemand nahe treten, aber eben das Letzte ist der Fall. Mhm. Man kann natürlich auch diese Predigten auch anders persönlich interpretieren. Mit dem entsprechenden Wissen kann es natürlich auch das, was gesagt wurde, entsprechend interpretieren in diesem Sinne, wie es eigentlich sein sollte. Also der letzte Pfarrer, den ich bei einer Beerdigung kennengelernt habe, habe ich ihm die Hand geschüttelt und gesagt, so was Sensationelles habe ich noch nie gehört. Schön. Super, so schön war das. Das war wirklich einer gestorben. Und dann waren so viele Kinder da, die getrauert haben. Und dann hat er ihnen eine Geschichte erzählt, wie der Vater jetzt da sitzt und runterschaut und auch bei euch zu Hause ist. Und dachte ich, mein Gott, bin ich im falschen Film? Ist unfassbar schön. Ein Vorbild für viele. Ja, und diese Kinder haben da leuchtende Augen gehabt und sich gefreut und die Tränen sind weggegangen. Es war einfach nur super. Ja. Ja, Wandel. Zur spirituellen Wertebasis, ja, da sind wir jetzt gerade drin. He? Eben, das ist ja das, was wir uns vornehmen sollten. Mhm. Dass wir eben von der materialistischen Wertebasis mindestens massiv zurückbuchstabieren. Wir können sie nicht ganz verlassen, weil wir ja im täglichen Leben auch mit diesen Werten umgehen müssen. Ich denke jetzt im positiven Sinn, aber man sollte sich eben viel, viel stärker konzentrieren auf den Geist, weil der ist unendlich. Ich glaube, man sollte sich täglich die Aufgabe stellen, das ist auch sehr faszinierend, wo stehe ich, was habe ich heute Gutes getan, was hat mir Gutes getan, weil ich etwas auch geleistet habe, ist auch der Gegenwert, nicht egoistisch, aber rein logisch, wo stehe ich, wo kann ich mich noch verbessern, was habe ich für Probleme heute erhalten, warum sind diese eventuell da, wie habe ich diese bewältigt. Ich glaube, dieser geistige Ansatz sollte uns im Alltag täglich begleiten. Nicht nur beim Abendgebet oder irgendwo am Sonntag in der Kirche, sondern wir sollten uns eigentlich permanent mit dem Geistigen auseinandersetzen, ohne sich vom Leben abzuschließen. Das ist auch wichtig. Und immer wieder in den Spiegel schauen und sagen, kann ich über den heutigen Tag froh sein? Was hat er mir gebracht? Und morgens, was kann ich Sinnvolles, wertemäßig leisten, um am Abend dann erfolgreich zurückzuschauen. Ich glaube, es ist eine permanente Seelenarbeit oder innere Arbeit. Und da sieht man das ganz faszinierend. Dann sieht man auch kleine Schritte natürlich, die persönliche Entwicklung. Und das gibt wieder Antrieb, auf dieser Basis weiterzumachen. Also Seelenarbeit und innere Arbeit mit sich selbst. Und zwar gnadenlos, authentisch. Da sieht man etwas sehr, sehr Schönes und Wertvolles. Fast Sportliches. Ja, ja.
Ich habe für mich so einen Weg gefunden, nicht mehr immer alles sofort emotional zu reagieren darauf, sondern es einfach mal setzen zu lassen. Genau, genau. Und plötzlich kommt eine ganz andere Weisheit daher, die dich zu einem ganz anderen Weg bringt, als wenn du sofort reagieren würdest, oder? Manchmal wirklich rein emotional. Und ich, ich wollte wieder ein Wort sagen, was ich nicht aussprechen kann. Das lassen wir jetzt. Aber vielleicht einmal hinschauen, warum passieren wir immer die gleichen Probleme? Oder weshalb habe ich immer mit diesem und diesem Thema ein Problem? Oder mit diesen und diesen Familienangehörigen oder im Freundeskreis? Was reflektiert mir das? Und diese Seelenarbeit, diese innere Arbeit ist auch etwas Spielerisches, nicht etwas Stures. Und das macht Spaß. Und man nimmt dann die Welt ganz anders wahr, viel intensiver und spannender. Und ich finde, das ist eine Bereicherung. Klar. Also ich kann das auch bestätigen. Ich will das nicht verallgemeinern, ich kann nur von mir sprechen. Seit ich das mache, hat sich ein tiefer Frieden in mich gesenkt. Wenn ich jetzt das Glück irgendwo suche im Außen, also ich sage jetzt mal irgendwo in einem Autorennen oder weiß der Kuckuck was, dann geht das vorbei. Wenn ich aber in die spirituelle Basis und mich dort zu verbessern suche, dann bleibt das. Das ist nicht etwas, das sofort wieder verschwindet. Und das ist sowas von beglückend. Ist auch sehr spannend. Das ist, wie gesagt, fast ein sportlicher Ansatz. Wenn man morgens mal die Zeitung aufschlägt und die Artikel liest oder nur die Headlines, wie wirken die auf einen persönlich? Und warum wirken die so? Und das ist dann wirklich eine ganz faszinierende, tönt jetzt etwas pathetisch, Seelenarbeit. Warum regt mich das auf? Warum beglückt mich das? Und dann sieht man dann schon mit der Zeit, es ist schon sehr viel nur rein Materialistisches, was dauernd eigentlich uns bewegt. Und auch wenig Positives. Höchstens der Wetterbericht ist hier und da positiv. Aber sonst ist sehr viel doch negativ. Und da fragt man sich auch, warum empfinde ich das alles als negativ? Und dann könnte man dann irgendwie sich wieder richtig in Position zu bringen. Ja. Und ich finde, diese Übung, die ich schon seit langem mache, ist eine persönliche Bereicherung. Hilft auch, den Alltag besser zu bewältigen. Vielleicht noch als letzter Punkt, den wir da erwähnen möchten. Bedeutung für die Kirchen, das ist eine über Gründe für die Krise haben wir schon gesprochen. Das ist aber nicht nur in den Kirchen eine Krisensituation, sondern ganz allgemein in der Gesellschaft. Und die große Chance, die die Kirchen haben, ist das Ausrichten der Menschen, indem sie ihnen Wissen vermitteln, das ihnen weiterhilft zur Rückkehr ins Vaterhaus. Die ursprüngliche Aufgabe, das ist eine Riesenchance und ich habe festgestellt von Leuten in meinem Bekanntenkreis, es gibt ein Heimatgefühl, das dort vermittelt wird. Und dieses Heimatgefühl hilft einem auch, im Spirituellen weiterzukommen. Man unterstützt sich gegenseitig und das ist eine riesige Chance, die man nutzen sollte. Ja, meines Erachtens verpassen bis anhin, sage ich jetzt absichtlich, die Kirchen diese Chance. Die Kirche, meines Erachtens, strahlt nicht dieser Enthusiasmus aus, der Sinn des Lebens. Warum sind wir hier? Was ist schlussendlich unsere Aufgabe? Also die drei eschatologischen Themen, Schöpfung, Jenseits und Sinn des Lebens. Und das wäre schon eine große Chance. Nur haben wir hier ein Hindernis durch das Sola Scriptura, auch 1500, 1545, glaube ich, im Trientenkonzil wurde ja beschlossen, alle nachbiblischen Offenbarungen nicht mehr zu anerkennen, sondern mit der Bibel ist alles abgeschlossen. Was für eine Arroganz, Entschuldigung. Das ist schon sehr tragisch, es hat auch eine große Geschichte im Hintergrund, aber das wäre jetzt die Zeit überschritten. Und das ist eigentlich das große Unglück, weil in all diesen nachbiblischen Offenbarungen, die wir wirklich verarbeitet haben in den letzten 40 Jahren, steht so viel Sinnvolles. Und wenn die Kirche nur dies in einem gewissen beschränkten Sinn verteilen könnte, hätte sie eine viel größere Attraktivität und würde wirklich zu unserem Sinn des Lebens enorm viel beitragen. Es ist wirklich schade,
dass dieses Gedankengut nicht im Alltag von den Kirchen als Institution weitergegeben wird. Und das ist für mich eine Sünde, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass die Kirchen, die traditionellen, dies nicht wahrhaben wollen, sondern sich diesem Thema irgendwie, aus x welchen Gründen eben, so als Kultur und so weiter, sich diesem fernhalten. Das ist eine ganz große Chance und die sollten wirklich jetzt in unserer Menschheit diese ernsthafte Aufgabe wahrnehmen. Ja, wenn nicht sie, wer dann, oder? Wir hatten ein gutes Gespräch mit einem katholischen Pfarrer. Und er hat eigentlich eine sehr gute Erklärung gegeben, wie man damit umgehen soll. Er hat gesagt, die katholische Kirche aus seiner Sicht, die lehnen die Privatoffenbarungen nicht ab. Aber sie hüten sich, für irgendeine dieser Gruppierungen Partei zu ergreifen. Weil das geht dann Richtung Sektiererei. Also wenn jemand den Lord befreundet, dann den Bertadou befreundet und Priorität gibt, dann gibt das nur Glaubensstreit. Und das möchte man vermeiden. Das heißt aber nicht, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzen soll und für jedem, für sich selbst das nutzen soll, was einem für den weiteren Weg dient. Das wäre eigentlich das Wünschbare. Ja, und alles hat ja auch einen gemeinsamen Nenner, denn die Quintessenz all dieser Offenbarungen, die wir ja erarbeitet haben und verarbeitet haben, ist ja unisono eigentlich das Gleiche. Und das würde dann bei vielen Menschen etwas auslösen. Ich sehe das in meinem Bekanntenkreis, bei Vorlesungen, bei Vorträgen und so weiter. Die Leute sagen, oh, wenn ich das nur schon gewusst hätte, hätte ich einen ganz anderen Zugang zu meinem Leben und zu meinem Sinn des effektiven Lebens. Das ist eine wirklich unglaublich wichtige Aufgabe. Deshalb hoffe ich, dass wir durch diese Fernsehsendung, die wir sehr verdanken, einen gewissen Teil von Menschen erfassen und die dann plötzlich sagen, halt, das ist ja wirklich der Sinn auch meines Lebens. Die Astrologin Silke Schäfer hat mir mal gesagt, wir können die Treppe nehmen in einem Hochhaus und viele Erfahrungen sammeln, aber es ist auch absolut legitim, den Fahrstuhl zu nehmen. Und speziell jetzt auch natürlich in geistigen Geschichten ist es natürlich schon so, würden wir viel früher mit solchen weltoffenen Sichtweisen konfrontiert werden, hätten wir auch den Fahrstuhl. Aber es ist der freie Wille, aber manchmal auch ein Geschenk, einmal zum richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt angestoßen zu werden. Und sehr häufig sind ja solche Anstoßungen, Triggerpunkte, der persönliche eigene Fall, die Faust auf der Nase des Lebens so quasi, die dann dazu führen, mal zu schauen, was ist denn wirklich wichtig im Leben. Genau. Ich bedanke mich für diese ganz wertvolle Sendung. Ich sehe, es läuft, es sprudelt zwischen uns drei. Es ist total cool. Und ich freue mich sehr darüber, wenn wir Sie auch mitnehmen durften, begleiten durften durch diese wunderbare Sendung hindurch und dass Sie ebenfalls einiges für sich mitnehmen konnten oder dürfen. Und in dem Sinn, Helmut, danke herzlich, auch dir, lieber Rolf, ganz herzlichen Dank. Und wir sehen uns natürlich so in der dritten Konstellation zu dritt selbstverständlich wieder. So ungefähr in 3 Wochen können Sie sich darauf verlassen, werden wir noch eine weitere Sendung mit diesen zwei Herren machen und Sie durch den Abend begleiten dürfen mit philosophischen, tiefsinnigen Themen. Was ich persönlich einfach sage, das ist die Königsklasse. Wenn wir uns darin hinbewegen, immer mehr Werte setzen in der Spiritualität, dann glaube ich auch, wird viele Krankheiten passé sein und die ganze Menschlichkeit, das zwischenmenschliche Zusammensein im Einklang mit der Natur wird wieder möglich. Das ist mein ganz fester Fokus darauf, meine Werte, die ich da versuche rüberzutragen und ich hoffe, ich konnte sie auch damit ein bisschen anstecken. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.